Ja, herzlich willkommen heute zu einem neuen Interview. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Wir haben es lange versucht. Viele Anläufe auf Viele jeden Fall. Anläufe. Stefanie Stumpf ist heute da. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Wir sind in einer ganz kleinen Bar hier in Berlin, Ja. Schöneberg, weil ich dachte, wir machen es uns ein bisschen gemütlich und plaudern einfach ein bisschen über dich, über dein Leben, was dich vielleicht so bewegt. Mich interessiert immer so ein bisschen, wie man auch in verschiedenen Städten unterwegs bist. Du bist ja auch immer viel unterwegs und wirklich und Ja, reist sehr stimmt. viel beruflich. Ja. Aber hier geht es ja, wir sind in der Sardinenbar. Isst du eigentlich Fisch? Ich esse schon Fisch, aber allerdings sehr, sehr ausgewählt. Also ich mag Okay. es, wenn er dünn ist und gut durchgebraten. Und Sushi. So, aber Sushi auch ehrlich gesagt nur den Lachs, obwohl ich ja weiß, Lachs ist eigentlich das Ungesündeste von allen. Ja. Geräucherte Sachen, schwierig. Muss ich mich noch rantasten. Okay, ja, wir geben dir nachher mal eine Dose mit, dann kannst du das Ich bin gespannt. mal ausprobieren. Viele kenne ich, also du bist ja wirklich eine Schauspielerin, Moderatorin, du schreibst auch Songs, also wirklich super vielfältig und unterwegs. Wie würdest du denn deinen Beruf bezeichnen? Boah, also ich glaube, ich sehe mich immer erstmal nur als Schauspielerin. Okay. Alles andere, da bin ich noch so im Praktikum, glaube ich so. Also Schauspiel habe ich halt studiert, deswegen würde ich mich, wenn ich mich irgendwo eintragen muss, im Hotel, Berufsbezeichnung, immer Schauspielerin schreiben. Okay. Und das der Moderatorin, das klingt total komisch. Ich finde, das passt überhaupt nicht zu mir. Dieses Wort passt nicht zu mir. Wüsstest du ein anderes Wort? Ich keine Ahnung, vielleicht Gastgeberin oder so. Ja. Also zumindest beim Privatkonzert, was ich mit Vigald Boning zusammen mache, die Musikshow, da fühlt sich das auch wirklich eher an als Gastgeberin, weil es kommen Leute in ein Wohnzimmer, die machen Musik. Es gibt einen groben Ablaufplan, aber ansonsten ist alles ein bisschen frei. Deswegen trifft Gastgeberin es ein bisschen besser als Moderatorin. Das Okay. sind nicht meine Kompetenzen, sag ich mal so. Okay. Gastgeberin, empfängst du auch selber gern Gäste zu Hause? Leider viel zu selten. Ich habe so eine schöne Wohnung und auch so eine schöne Küche und ich hätte total Bock drauf, dass Leute vorbeikommen und man sie auch ein bisschen verköstigen kann. Allerdings ist Dresden natürlich nicht so nah wie Berlin oder Hamburg oder München. Dresden ist, da muss man schon, das braucht ein bisschen mehr Anlauf für den Ja. einen oder anderen. Kommen viele, nicht viele Leute besuchen? Also bist ja, glaube ich, relativ Ich bin neu wieder jetzt, in Dresden ja, ich jetzt, bin oder? seit 2015, Ende 2015, ich weiß es gar nicht mehr genau, bin ich wieder da. Aber bin ja selber nicht so oft da. Also Okay. ich bin die meiste Zeit bin ich hier in Berlin oder natürlich auch in München und ab und zu in Hamburg, leider viel zu selten. Das heißt, in Dresden bin ich auch nicht so oft. Deswegen kann ich mich auch nicht beschweren, dass mich da keiner besuchen kommt. Wir kommen auf jeden Fall mal Ja, vorbei. komm Dich vorbei. besuchen. Du hast ja mit der Schauspielerei relativ früh angefangen, ne? Ich glaube, ich habe nur gelesen, dass du so mit 10 oder so Genau. angefangen hast und dann ja auch wirklich eine Ausbildung gemacht hast in dem Bereich. Und war das schon immer dein Traum, Schauspielerin zu werden? Oder bist du da so ein bisschen auch durch deine Familie reingerutscht? Oder wie hat sich das Ja, also mein entwickelt? Vater ist ja Schauspieler, von daher habe ich das immer schon gesehen und auch bewundert, wie das alles so abläuft. Und ich glaube aber, dass ich mit 10 noch nicht wirklich daran gedacht habe, was ich den Rest meines Lebens machen möchte. Ja. Ich habe das mir immer so vorgestellt, als Gotra Vigo, der Film, eben ins Kino kam und Claudia Schmutzler da seine Tochter gespielt hat. Da habe ich mir gedacht, oh Mensch, das möchte ich auch gerne mal machen. Und ja, und als ich dann halt 10 Jahre alt war, damals war ich 3 oder 4 oder 5, keine Ahnung, nee, 6 war ich, als ich den Film gesehen hatte, also 4 Jahre später war es dann soweit, hatte ich dann die Möglichkeit zum Casting zu gehen für Stubbe, dem ZDF-Krimi, den wir 20 Jahre lang zusammen gedreht haben und habe da eben meine Erfahrungen sammeln dürfen, neben Abitur und dann eben auch Schauspielausbildung. Okay. Wie ist es? Hast du da Erfahrungen rausgezogen, wirklich 10 Jahre lang so lang ist auch mit deinem Papa ja so intensiv zu arbeiten? War das schwierig danach zu sagen, okay, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg? Oder freut man sich Es ist dann, immer sagt so, na, schwer, zu sagen, den eigenen endlich Weg zu mache ich. finden. Also das Einzige, was ich, also nicht das Einzige, aber das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist einfach, wie man eben mit Erfolg umgeht und auch mit Misserfolgen. Also weder sich total fertig machen wegen Misserfolgen, noch sich besonders toll finden, weil man irgendeine mediale Aufmerksamkeit bekommt. Das habe ich, glaube ich, gelernt, weil ich in einer sehr bodenständigen, soliden Familie aufgewachsen bin. Und ich glaube, dass das auch ein gutes Fundament ist, um dauerhaft in diesem Beruf zu überleben. Weil ich kann nicht jeden beruflichen Misserfolg persönlich nehmen, weil dann komme ich ja von einer Therapie in die andere.
Zumindest was ich gelesen habe und auch ein paar Interviews von dir mir angeschaut habe und auch, wie man dich so als Typ nimmt, aber glaube ich, bist du auch gar nicht, würde ich jetzt mal einschätzen, so, also ich glaube auch ja nicht so geknickt, wenn es mal nicht so war. Weil, also du hast ja wirklich immer zu tun und dann kommen ja auch so Geschichten wie jetzt das Privatkonzert oder dass du ja auch die Chance hast, sozusagen dich kreativ auszutoben als Songwriterin. Kommt das wirklich so auf dich zugeflogen oder ist das so dein Plan, wo du sagst, okay, ich will das jetzt machen und deswegen verfolge ich das auch? Oder ist das so, es kommt einfach und überrascht dich in dem Also Fall? ich habe schon einen Plan, wo ich hin möchte. Und bestimmte Chancen und Möglichkeiten ergeben sich, auf die ich aber irgendwie hingearbeitet habe. Das heißt, ich gehe alles Schritt für Schritt für Schritt in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwann mal die Chance kommt, die ich dann nehme. Wie zum Beispiel die Sendung vom Privatkonzert. Das fing ja an mit Riverboat und ist dann auch gekommen über die Musik eben. Also man hat sich da so ein bisschen in Felder rein gesneakt und gearbeitet, um dann irgendwie dort zu landen, wo man gerne landen möchte, aber das sind für mich auch immer alles nur Stufen. Also ich verharre ungern dann da. Also Riverboat habe ich 2 Jahre gemacht. Privatkonzert bin ich jetzt, glaube ich, komme ich erst ins zweite Jahr, glaube ich. Macht mir aber noch Spaß. Ich höre also nicht so schnell wieder auf. Aber ja, also einen Plan zu haben ist auf jeden Fall schon wichtig. Aber man muss offen genug sein, dann eben auch mal andere Sachen zu tun. Und ich finde nichts schlimmer, als wenn man sich auf eine Sache versteift. Und ich glaube, ich würde ziemlich unglücklich sein, wenn ich mich nur auf die Schauspielerei verlassen würde, weil dann hätte ich das Gefühl, ich fühle mich nicht so richtig verstanden in meinem künstlerischen Anspruch, weil man kriegt ja nicht nur irgendwelche Arthouse-Projekte angeboten oder irgendwelche tieffindigen Sachen, sondern man macht eben Dinge, wo man eine schöne Lebenszeit hat, tolle Kollegen, tolle Regisseure oder auch ein tolles Drehbuch, aber ist vielleicht nicht das Genre, sage ich mal, wo man sagt, oh, da fühle ich mich jetzt total wohl, sondern ist mir jetzt zu glatt, um es jetzt mal so zu sagen. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr privilegierte Situation, in der ich bin, dass ich überhaupt diese Angebote bekomme. Und beim ZDF und der ARD auch gut zu tun habe. Aber um mich wirklich selber kennenzulernen und auch bestimmte Facetten zu schleifen, ist es gut, andere Sachen noch zu machen. Und als ich sehr viel Freizeit hatte und eben die Angebote etwas, mir zumindest extrem wenig vorkamen, kurz nach der Schauspielschule hatte ich plötzlich unheimlich viel Freizeit. Da habe ich halt angefangen und gesagt, okay, was kannst du noch machen? Habe ich dann eine Kolumne geschrieben für die Rheinzeitung und gesagt, okay, 5 Stunden ins Fitnessstudio kannst du auch nicht machen, was machst du noch? Probier doch mal einen Song zu schreiben. Und dann habe ich gesagt, okay, da habe ich nun fast noch ein zweites Standbein und dann eben die Moderation, dieses böse Wort Moderation, Gastgeberin. die Gastgeberschaft oder das Gastgebertum, habe ich dann an der anderen Seite noch und in der Mitte steht eben der große Block der Schauspielerei, in dem ich mich sicher fühle und ich weiß, was ich kann und was ich auch nicht kann. Und links und rechts probiere ich mich irgendwie aus, scheitere mal wieder, dann klappt mal wieder alles gut. Aber ich mache alles mit der gleichen Freude. Ich schreibe jetzt mal einen Song. Wie gehst du da vor? Also, sagst du, ich setze mich jetzt vor das weiße Blatt oder vor den Laptop? Oder, also, du hast ja für Helene Fischer geschrieben, du hast für Michelle ja auch sogar für das Tabu-Album geschrieben. Sind ja deutsche Titel. Also, sagst du, okay, ich will wirklich Deutsch schreiben oder ich will für einen bestimmten Künstler was schreiben, weil ich den irgendwie schon seit Jahren Ja, verfolge oder bewundere? Oder wie gehst du da also bei Helene war ran? es auf jeden Fall direkt für sie, weil das war eher so ein Witz. Also es war, also ich habe das schon ernst gemeint. Ich wollte schon, dass das irgendwie funktioniert, aber ich wusste schon, dass das die totale Hybris ist und dass das total verrückt ist und jeder sagt, was macht das, totaler Schwachsinn? Was machst du da? Wieso kommst du auf die Idee? Aber sporn ich das Und sonst, an vielleicht das hat mich sogar? total angespornt und deswegen bin ich ja auch umso glücklicher, dass aus so einer Schnapsidee wirklich was geworden ist. Und plötzlich hat es so eine Ernsthaftigkeit angenommen und ich habe dann auch eben für andere noch geschrieben, soweit es denn die Zeit zuließ, neben der Dreherei. Und das ist dann mal so, mal so. Also es gibt auch Phasen, die mich überhaupt nicht inspiriert. Gerade wenn ich so viel drehe und so viel Termine habe und so viel Bürokram auch machen muss. Ich bin sehr schlecht im Switchen. Also ich kann immer nur das eine oder das andere. Ich hatte immer mal gedacht, ach, das ist doch easy. Da drehst du so den ganzen Tag und kannst dich abends noch ein bisschen hinsetzen, irgendwo an den Gärtnerplatz in München und schreibst noch ein bisschen. Es funktioniert aber nicht, weil ich mich ja schon wieder auf den nächsten Tag mit dem Textlernen vorbereiten muss. Und ich habe einfach nicht den freien Kopf. Und wenn man Dinge nicht erlebt oder rausgeht unter Menschen, dann ist man auch nicht inspiriert. Und dieses Level und den Ausgleich, den muss ich gerade auch so ein bisschen finden, damit eben
ich mich auch wieder ein bisschen mehr der Musik damit widmen kann. Okay. Also es ist schon, wo du, also du fühlst dich da wohl. Also du sagst ja, du machst noch Praktikum, Ja, es fühlt sich ja mit so aber es Praktikum. ist sozusagen schon ein Part, wo du dich wohl fühlst. Ja, wohlfühlen ist es nicht, es macht Spaß, aber wenn ich Okay. dann mit lauter Profis im Raum bin, die das eigentlich alles viel besser können als ich, fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Das ist schrecklich. Es ist furchtbar, auf Knopfdruck was abliefern zu müssen und du denkst, ich kann es überhaupt nicht. Ich muss jetzt hier nur irgendwie den Anschein erwecken, dass ich das jetzt wirklich professionell meine. Und ich kann mir auch manchmal schwer ausdrücken, was ich will. Vielleicht bin ich auch einfach zu faul, mich manchmal auszudrücken. Ich will mal, dass die Menschen mich gleich verstehen, wenn ich irgendwas, eine Idee habe. Aber da, nee, das ist überhaupt, das ist nichts mit Wohlfühlen. Das ist total raus aus meiner Komfortzone, das Songwriting, gerade mit anderen. Ich fühle mich unheimlich unwohl und denke, ich kann eigentlich gar nichts. Ja, aber dafür läuft's ja, oder sind ja Dafür zumindest gute läuft Sachen bisher bei auch zumindest ganz gut, ja. rausgekommen. Aber wie gesagt, das ändert nichts an dem Unwohlsein, Ja. mit mehreren Menschen in einem Raum zu sitzen und abliefern zu müssen. Okay. Was ist ja trotzdem, vielleicht ist es vergleichbar auch mit einer Schauspielerei sozusagen. Ich stehe ja auch vor der Kamera und muss ja jetzt auch Oh, abliefern, das oder ist da ist. der Text die Sicherheit und das Drehbuch, Nee, was du hast? da bin ich so, da habe ich meine Skills, meine Hand, mein Werkzeug irgendwie gelernt. Okay. Und habe auch eine Routine da schon bekommen. Ich meine, ich mache das jetzt seit 10, also seit 25 Jahren. Da weiß ich auch, was ich nicht kann und kann aber mit meinen Schwächen da super gut Okay. umgehen und kann dann auch an denen arbeiten, damit sie besser werden. Aber nee, da fühle ich mich eigentlich wohl. Da bin ich nur am ersten Drehtag meistens sehr angespannt. Auch gerade, weil da ja nun alle gucken, okay, wie spielst du denn jetzt? Wie hat sie denn die Rolle angelegt? Das merkt man dann schon in den ersten 4, 5 Sätzen, wenn man jemand Neues zuschaut. Und ja, dann habe ich immer ganz viel Mitleid auch mit den Episodenrollen, die bei uns beim Alten vorbeikommen, die dann nur 2, 3 Drehtage haben. Und diese Aufregung, die da haben müssen und einige auch wirklich haben und den Druck, den kann ich total nachvollziehen. Weil das wirklich super unangenehm ist, in so ein gefestigtes Team reinzukommen und dann irgendwie so ein paar Drehtage zu haben und dann auch eben auf Punkt sein zu müssen, weil ja auch der Zeitdruck ist noch dazu. Aber beim Schauspiel fällt es mir generell eigentlich einfach. Da weiß ich zumindest, was ich tue. Das weiß ich bei den anderen Sachen auch nicht so ganz. Aber vielleicht entwickelt sich das dahin. Und ich meine, Ja, ja. vielleicht ist es auch gut, dass ich nicht weiß, was wirklich, vielleicht ist das auch das Geheimrezept. Aber der Erfolg bestätigt, oder ist ja zumindest was Ja. Nettes, oder wenn halt trotzdem, also Helene Fischer, eine Michelle sagt, okay, wir nehmen die Songs und Ja, machen daraus was, ist ja trotzdem ja auch eine Bestätigung das für die stimmt. Arbeit, die Aber dahinter das steckt. Gefühl, dass man etwas erreicht hat oder dass man mit etwas Erfolg hatte, das verpufft so schnell. Das ist sau schnell weg. Also dann kommt schon wieder das nächste. Also das ist gefühlt, das sind das paar Sekunden, die man das wahrnimmt. Und dann kann man sich manchmal leider gar nicht mal so darüber freuen. Mein Bruder hat mich mal darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich doch einfach mal über Dinge, die ich bis jetzt geschafft habe, einfach auch mal freuen soll. Da dachte ich so, hat er eigentlich recht, ich bin immer schon beim nächsten. Ich bin dann so, habe das dann abgehakt, okay, hat geklappt, aha, ja, cool, ja, freue mich kurz und dann bin ich aber schon wieder am nächsten und eigentlich schon wieder unzufrieden, weil es vielleicht nicht hundertprozentig so geklappt hat, wie ich das wollte, sondern so kompromissmäßig. Ja, das Freuen, das muss man auch manchmal lernen. Ne? Das ist ja vielleicht ein Ziel für die Ganz nächsten Jahre, zu großes sagen, ich verfolge jetzt, Ja. ich nehme mir einen Tag und freue mich über Ich das, freue mich einfach mal nur, genau. was ich erreicht habe. Ja, mal gucken, mal gucken. Heißt aber nicht, dass ich undankbar bin oder so. Ich weiß schon. Also, ne? Ich kann es nur nicht so zeigen manchmal. Was ja aber auch nicht schlecht ist, oder? Ich glaube, wenn man halt rausgeht und auch wieder so extrem, so Oh, ja. das wäre mir mega peinlich. Also mir geht es jetzt auch immer noch so. Ich meine, klar, ich habe das für Helene geschrieben, aber mir ist es, ich hatte vorher noch ein Interview und alle fragen sie einen natürlich, weil Helene ist halt der Name schlechthin. Fragen mich dann danach, wie es entstanden ist und Herzbeben und so. Und ich merke einfach, wie zerknirscht ich manchmal so antworte und wieder verklemmt, weil mir das so unangenehm ist, weil ich immer denke, dass die Leute, die Leser, weil ich habe das ja am Anfang auch natürlich nicht verheimlicht, dass ich diejenige bin, die es geschrieben hat, aber dass ich denke, dass die denken, ich würde mich irgendwie daran bereichern wollen oder so. Ich finde, irgendwann ist auch wieder gut. Das Ding ist jetzt schon länger alt, das ist schön, das ist super. Ich beantworte auch jede Frage, aber ich möchte nicht missverstanden werden, dass ich jetzt denke, ich muss jetzt in jedem Interview eine andere Person erwähnen, die an ihrer Popularität noch weit über mir steht, um mich daran zu bereichern. Das ist mir super unangenehm. Aber ich glaube, dass, ich glaube, viele Leute das, glaube gar nicht so sehen. Ich verstehe aber, Das glaube, hoffe ich, das verstehe hoffe deinen ich. Bei mir Ansatz war es da voll. teilweise too much damals, als der Song rauskam. Ja. Aber da dachte ich so, ich habe mich natürlich auch so gefreut und das war dann überall in der Presse. Und es hatte dann irgendwann für mich irgendwann so einen Punkt, wo ich dachte, oh fuck, jetzt beginnt es für mich unangenehm zu werden. Weil ich das Gefühl habe, oh,
Erstens müsste ich dann nachliefern gleich so schnell auf diesem hohen Niveau und eigentlich bin ich schon hier eingestiegen. Plus, ich kenne so viele Autoren, die einfach viel besser sind als ich und das schon ihr Leben lang machen, so wie ich die Schauspielerei und da eben super routiniert sind, schnell sind, kreativ sind und nah am Zeitgeist und für den ich wirklich großen Respekt habe und für den war es mir manchmal eigentlich so ein bisschen unangenehm, dass ich in ihre Berufssparte so reinkrätsche und so ganz naiv. Ja, aber das ist ja beim Schauspiel auch so, oder? Ja, ich habe mich dann getröstet, dass ich gesagt habe, gut, die eine oder andere aus dem Dschungelcamp spielt auch ab und zu mal einen Film mit, das ertrage ich ja auch und ist mir auch scheißegal. Also gehe ich davon aus, dass das bei mir, wenn ich Songs schreibe, den anderen auch so geht. Ja. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es uns das Leute denken, dass du dich bereichern, weil ein Song natürlich immer durch die Person, die singt, ja bekannt wird, aber trotzdem steckt ja da eine Story hinter und das Songwriting oder ja auch eine Kunst ist. Und ich glaube, dafür kann man schon sich auch freuen. Was du gesagt hast, solltest du ein bisschen mehr, dass du das gut machst, genauso wie auch wie bei Michelle und so. Du bist ja beruflich viel unterwegs, du wohnst in Dresden, hast du gesagt, du hast mal in Hamburg gewohnt, in Berlin gewohnt, du bist viel in München auch. Was ist für dich Heimat? Oh, schwer. Schwer, habe ich öfters mal nachgedacht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin heimatlos. Okay. In Dresden selber, da bin ich aufgewachsen, bin ich zur Schule gegangen, meine beste Freundin lebt da, meine Eltern leben da, meine Nichte, mein Bruder. Das ist eigentlich so ein familiäres Umfeld. Mhm. Durch die Stadt selber, die sich sehr verändert in den letzten Jahren, zum Positiven, finde ich, abgesehen von der Berichterstattung, die im Fernsehen stattfindet, das ist eine wunderschöne Stadt, fühle ich mich wie ein Tourist. Aber das fühlt sich irgendwie auch gut an, weil ich das Gefühl habe, ich muss gar nicht weit reisen und ich habe das Gefühl, ich bin gerade in Italien und dann ist da wieder ein neues Café aufgemacht und da ein neues Restaurant und alles ist für mich so frisch. Und, aber wirklich Heimat, wo ich sage, oh, da will ich nie weg, habe ich nicht. Leider, ich weiß nicht. Vielleicht fehlt mir das auch so ein bisschen. Ich bin etwas rastlos und das ist nicht immer cool eigentlich. Ich habe mal in einem Interview gehört von dir, da hast du gesagt, dass du immer was machen musst. Ich glaube, das war bei der NDR oder bei der irgendeiner Talkshow, hast du gesagt, dass du selbst bei einer Serie, die dann auf Englisch guckst und guckst die Vokabeln, die du nicht weißt und so. Auf Englisch gucken ist ja noch gesund, ja, dann hat man ja was, aber ich habe dann echt mitgeschrieben. Ist das das für, also wirklich dieses Rast, was läuft so rastlos und ich habe immer was zu tun? Oder? Naja, das Gefühl, dass ich meine Zeit nicht verschwenden will. Mhm. Ich habe meine Zeit wirklich an viele Sachen verschwendet. Auch ganz vor allen Dingen an die falschen Männer vor allem. Und ich versuche diese Zeit, die ich verloren habe, wiederzuholen, indem ich Dinge mache, indem ich ja leider multitasking-mäßig irgendwas mache. Und es bringt gar nichts, außer dass es mich eigentlich megamäßig stresst. Vokabeln aufschreiben ist das Geringste. Das macht Spaß und da fühle ich mich, habe ich das Gefühl, ich habe die Zeit nicht verplempert, da ich was gucke. Aber bis ich begriffen habe, dass so eine Auszeit und auch eine Privatsein zu einem erfolgreichen Berufsleben dazugehören, wie beim Sportler die Ruhephasen genauso zum Beruf gehören, wie eben jetzt in dem Fall bei mir auch mal den Kopf ausschalten und was anderes Kreatives, anderen mal zuschauen, wie sie kreativ sind, dass das auch dazu gehört, das hat gedauert. Ja, aber dann halten wir doch mal fest, du freust dich mehr auf jeden Fall schon mal über das, was du erreicht hast und du nimmst dir Zeit, mal zu entspannen und ein bisschen runterzukommen. Ja. Aber verbindest du trotzdem mit jeder Stadt so ein gewisses Gefühl, irgendwo hinzukommen? Also wenn man mal irgendwo gewohnt hat, sagt man, okay, hier gibt es so die Ecken, da bin ich immer wieder. Ja. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, du müsstest jetzt aus Dresden weg, wo würdest du hinziehen? Ach, ich vermisse Hamburg. Ich habe 6 Jahre in Hamburg gelebt und ich habe da Ottensen, Altona, wenn du das vielleicht kennst, die Ecke da. Und wenn ich da bin ich so wehmütig und fühle mich so wohl und vermisse das total. Aber ich habe momentan nicht wirklich einen Grund, wieder nach Hamburg zu ziehen. Ich habe da zwar auch Freunde und Bekannte und wäre bestimmt auch cool, aber es macht überhaupt keinen Sinn, weil meine momentane Arbeitsstätte ist halt in München. Da bin ich zwar auch im Hotel untergebracht, was ich sehr komfortabel finde mit neuen Handtüchern und Frühstück und so. Und ich möchte auch gar keine Wohnung haben und möchte auch immer nur Gast sein. Und kann ich immer noch sagen, ich wohne ja nicht hier, kann ja gleich wieder weg. Aber ich würde wahrscheinlich würde ich Hamburg wählen und danach München. Leipzig zum Beispiel habe ich 2 Jahre gelebt im Rahmen meines Studiums. Ist eine super schöne Stadt, ist total cool. Aber würde ich jetzt nicht nochmal hinziehen. Ist nett. Da würde ich dann lieber wieder Dresden gehen. Okay. Und Berlin, was ich jetzt ganz vergessen habe, war auch eine coole Zeit. Das waren aber nur 2,5 Jahre. Ja, reicht es mir auch, wenn ich zu Gast bin, glaube ich. Aber ich bin gern hier und hier ist eigentlich so mein Hauptfreundeskreis. Okay, aber das ist ja wirklich dann auch nicht... Du lange brauchst du ja hierher nicht, 2 Stunden, genau, hast du gesagt. Ist ja eigentlich, so lange brauche ich ja auch von Charlottenburg rüber irgendwo nach Kreuzberg. Das stimmt. Gefühlt, im Auto zumindest. Hast du trotzdem Urlaub geplant jetzt irgendwie noch dieses Jahr?
Warst du schon im Urlaub? Ich habe jetzt vor ewig nicht mehr im Urlaub. Also ab wann zählt ein Urlaub? So ab 5 Tagen oder so? Ja, weiß nicht. Also kann ich leider nicht mit Ihnen 2 Tage so Städtetrips und sowas kann ich mal. Aber das ist auch schon ewig her. Ich habe jetzt eine Sommerpause. Wir fangen erst wieder beim Alten an zu drehen im Oktober. Davor habe ich eben noch Privatkonzerte und dafür, ja, ich habe Wochen frei, ich habe jetzt Freizeit. Genügend Zeit, mich einfach zu freuen. Ich weiß es nicht. Das machst du jetzt auch mal. Das mache ich. Ja. Ich habe mir vorgenommen, Freunde zu treffen und ich werde wahrscheinlich jetzt halt hier in Berlin verbringen. Okay. Privatkonzert kommen wir nochmal zu. Ist an sich ein super spannendes Format. Mhm. Also wer es nicht kennt, guckt sich es auf jeden Fall an im MDR. Ja, sie auf jeden Fall. Tolle Künstler haben wir sogar. Genau, machst du mit Viga Boning ja zusammen. Mhm. Und ihr habt sozusagen verschiedene Gäste aus dem Musikbereich, aber manchmal aber auch muss nicht unbedingt Musik sein, oder? Nee, doch, ist immer Musik. Immer Musik? Aber okay. Immer meistens ein internationaler und ein deutscher Act. Okay, und dann sozusagen musiziert ihr oder wie kann man das beschreiben? Also die machen erstmal ihre Songs, die sie gerne promoten möchten und die der Sender ganz gut findet. Das sind dann 3 Stück pro Künstler und dann gibt es noch einen Sofa-Song, den machen wir alle zusammen. Und manchmal macht eben auch die Künstler miteinander nochmal zusammen irgendwie Duett. Je nachdem, auf was sie Bock haben und wie die Konstellation eben passt. Aber es ist eine total coole Möglichkeit. Riverboat war das eine, das hat Spaß gemacht, da habe ich aber querbeet Menschen kennengelernt, auch wo ich sage, das streckt mich jetzt ein bisschen an, da Interesse aufzuwecken. Aber letztendlich hat es mich dann auch interessiert. Also das hat mein Interessenspektrum auf jeden Fall erweitert. War es eine gute Schule auch? Vielleicht? War eine gute Schule, ist aber komplett anders als das, was Wiegert und ich dann jetzt machen. Und jetzt habe ich halt nur die Musiker und da interessiert es mich. Also das ist natürlich für mich, Da freue ich mich natürlich drauf. Ihr habt Melanie C. auch da. Melanie C. war da, tolle Frau. Ja. Die hat eine, also wenn du die mal hierher kriegst, vielleicht kann ich auch so versuchen, ich drücke dir die Daumen. Ja, ich arbeite dran. Super entspannt, sehr sympathisch, macht einfach eine ganz tolle Ausstrahlung. Ja, waren viele da, also Max Mutzke, toller Musiker, Jakoto war da, Nico Santos, Mala Glam, die war echt abgefahren und so wird auch die 2. Staffel, die wir dann drehen, wird ähnlich gut besetzt sein. Wo dreht ihr das? In Löbau. Löbau? Das ist nochmal mehr Arsch am Welt als Dresden. Ah, ja. Also es ist in der Nähe von Görlitz, eine halbe Stunde, in einem Haus Schminke heißt das. Okay. Und das ist wirklich sehr gemütlich und da sind wir dann immer eine Woche und von früh bis abends und haben eine tolle Band, die Rough Cats, die dann die Songs immer mit den Künstlern spielen. Und ja, also schaut euch das auf jeden Fall an. Ja, das ist, musst du lange wach bleiben, es kommt sehr spät. Ja, aber dafür bleibt man ja gerne wach und wenn die Stimmung gut ist, und das habe ich zumindest, was ich gesehen habe, ist das dann, schaut man sich das natürlich an. Und es ist ja bestimmt in der Mediathek, oder? Wenn man es in der Mediathek passiert. Ich weiß es nicht. Das schaut ihr kann auch sein, nach. Deutsche Welle, MDR, weiß nicht, ob die in der Mediathek haben. Ich habe gelesen, ihr macht es auf Deutsch und auf Englisch? Genau, es gibt immer zwei Versionen von der Show. Mhm. Der englische Künstler bleibt in der deutschen Version, wird der übersetzt und im Englischen bleibt dann natürlich so. Da werden wir dann, glaube ich, mit Untertiteln, ich weiß es gar nicht. Und dann gibt es immer eine englische Anmod und Abmod und auch eine deutsche. Okay. Immer geswitcht. Ja. Moderierst du auch nur in Englisch? Gibt es irgendwas, was du, oder auch Filmsachen, die du auf Englisch machst? Oder würdest du das machen? Habe ich schon gemacht. Ich habe The Shell Seekers mit Vanessa Redgrave, Sebastian Koch, Lukas Gregorisch war auch mal dabei und Maximilian Schell gedreht. Das war auch alles auf Englisch. Das war so ein Zweiteiler von der BBC, der auch in Deutschland dann gesendet wurde. Das war alles in Englisch. Das war auch schon eine ganze Weile her. War aber super. Ja. Also da war mein Englisch auch noch lange nicht so gut, aber irgendwie habe ich es doch hingekriegt. Hast du schon mal versucht, auf Englisch zu schreiben? Songs? Oder machst du das auch? Ja, habe ich mal probiert. Flutscht komischerweise manchmal besser, aber ob es dann besser ist, weiß ich nicht, weil im Englischen klingt halt alles irgendwie netter, besser, cooler, auch wenn es der größte Kitsch ist. Aber stimmt. Die deutsche Sprache finde ich jetzt die größte Herausforderung. Okay. Gibt es noch irgendwas neben Schauspiel, Gastgeber sein und Texte schreiben, wo du sagst, das würdest du gerne mal machen? Also was wäre so, wenn irgendjemand sagen würde, so hier, du darfst dir auswählen, was du machst. Was wäre das? Okay. Und auch, ob ich das kann oder nicht. Ja. Ich stehe total auf Tanzperformances, auf Choreografien. Wenn man mir da noch ein bisschen mehr Talent zuschaffelt oder ich mehr Zeit habe zum Üben oder überhaupt einen guten Lehrer an die Seite stellen, da hätte ich Bock drauf. Ich stehe total auf Tanzen. Okay, also Musical eher Musical oder eigentlich eher nicht. Standardtanz? Nee, auch nicht. Also jetzt nicht, keine Werbung hier, Let's Dance oder sowas, muss ich falsch verstehen. Würdest du da mitmachen?
Also jetzt so generell? Nee. Ich habe schon einige Kollegen gehört, die sich da echt auch verletzt haben. Ja. Nee, ich weiß nicht. Also Hut ab, ist ein tolles Format, super und ist was für die ganze Familie Ja. und gutes Ding, aber ich sehe mich jetzt in dieser Art von Unterhaltung das erstmal nicht. Okay. Aber was für Tänze, also wenn Nee, der. eher so, keine Ahnung, so Hip-Hop-Zeugs, irgendwie so. Das ist richtig, richtig coole Sache. Okay. Vielleicht könnt ihr Privatkonzerte nochmal Richtung Richtung Tanz meinst Tanz du? machen. Das wäre doch mal. Ja. Oder was Ja. verbinden. Ja, vielleicht. Ja. Vielleicht. Auf jeden Fall sieht man dich im ZDF. Im Herbst hast du eine Inga Lindström-Verfilmung gemacht. Da spielst du, glaube ich, eine Dirigentin. Um was geht es da genau? Es geht um eine Dirigentin, wie du schon sagst, Ja. die wie dann später, also ich weiß gar nicht, ob ich das darf schon verraten, naja, ich muss es mal gucken, die sich eigentlich für die Karriere entschieden hat und ihre Tochter glaubt eigentlich viele Jahre lang, dass sie ihre Schwester ist. Also sie hat die Tochter mit 15, 16 bekommen, Okay. richtig früh, und ist aufgezogen worden von der Oma. Aber das weiß die Tochter halt nicht. Und der Typ, der, von dem das Kind ist, der Ja. weiß natürlich auch von gar nichts. Okay. Und das ist dann so ein bisschen die Auflösung sozusagen, wird dann, haben wir verfilmt. Plus natürlich auch das Dirigieren und die Schwierigkeiten von einer Dirigentin. Und das klassische Bild eines Dirigenten ist ja meistens weißhaarig und männlich und nicht eine Frau. Und ich meine, Alondra de la Parra, eine der größten Dirigentinnen, also, die ich sehr verehre, beweist ja, dass es geht Ja, und vor aber allen es ist Dingen schon auch noch ein Kind sehr und Beruf unter den männlich Großbruch. dominierter Beruf. Absolut, Ja. ja. Und wenn man sich Interviews von Alondra anhört, weiß man dann auch, dass sie es nicht so ganz einfach hatte und sich da sehr durchbeißen musste. Und das ist schon eine ganz besondere Art von Charakter, der es dann auch wirklich schafft, in diese Weltliga einzutauchen. Und ja, also im Laufe für den Film habe ich mich dann eben sehr mit Alondra de la Parra beschäftigt, weil ich Ja. die einfach spannend finde. Und ja, also mir wird keine Dirigentin werden, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr emotional vor diesem Orchester. Es waren, glaube ich, 65 kunterbunt gemischt, da waren Schweden, auch Italiener, alles gemischt. Da zu stehen, ist schon sehr ergreifend, wenn die dann Das anfangen zu glaube ich. spielen. Und es war emotional für das ganze Filmteam. Ja. Das werde ich so schnell nicht vergessen. Genau, das schaut ihr auf jeden Fall an. Im ZDF Anfang September kommt Am das. 9.8., ich weiß es gar nicht, 2015, auf jeden Fall ein Sonntag. Ja. Super. Ist, glaube ich, die Eröffnung der Kann neuen sein, ja. Serie dazu, sozusagen Genau, der Reihe. Staffel, genau. Genau, Staffel. Ich glaube, ich habe alle Fragen gestellt, Mach. die ich hatte. Ich weiß nicht, ob du noch was loswerden möchtest. Isst du den Fisch eigentlich? Ja, ich liebe Fisch. Also ich Ja? bin hier tatsächlich sehr, sehr oft inzwischen und die machen das super, super süß. Das kriegst halt wirklich diese kleinen Sardindose mit Salat und frischem Brot, mit Okay. einem netten Wein oder Wasser oder was man auch Okay. dazu trinken will. Werden die jetzt eigentlich geöffnet? Und wir haben jetzt hier den Laden blockiert? Nee, die machen etwas später Okay, das auf. beruhigt mich. Genau. Das beruhigt mich. Deswegen haben wir auch versucht, schnell zu sprechen. Genau. Gut. Super. Dann ich danke dir, Ich danke dass du dir. da warst. Du bist immer wieder herzlich willkommen, wenn du in Berlin bist. Oder wir treffen uns vielleicht das nächste Mal, wenn du In Dresden. was Tolles hast in Dann kommst Dresden du vorbei. oder in Hamburg. Dann hast du einen Grund, auch Ja, nach Hamburg zu fahren und dann auch setzen gut. wir da ans Wasser. Sehr gut. Super. Schön. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.